David war bestimmt früher auch so ein Gladiator. Es hat ihm bestimmt gefallen, mit so vielen Männern in eine Höhle eingesperrt zu werden. Ihr habt ein Weibchen mitgebracht. Ein Männchen und ein Weibchen haben wir doch. Wenn ich es richtig weiß. Ja, noch ein Weibchen, damit der ordentlich rudelt. Ja, damit der da richtig in der knattern kann. Olli, die hat folgt einen Vogel, ne? Doppelte Eierproduktion. Wie, der folgt mir? Ja, der Vogel folgt dir. Dann Tame folgen die dir. Ja, den komisch ist aber so. Sind die sehr anhänglich. Ich will jetzt Liebe mit dir machen. Ey, Bilder geht aus dem Kopf. Wieso? Das kennst du doch. Oh, hat Chris halt nicht noch was von dem guten, einer großen Stoff dabei? Also nicht für so einen Pflanzenfresser. Deswegen brauchen wir eine Hilfe, die Badass. Ich würde sagen, braucht man eine anderen für? Ja, hast ja schon recht. Warum der so lange braucht, also weil der auch so schnell sein Zeug verliert. Betäubung. Der hat mir bestimmt schon 10 Dinger reingeknallt, da komme ich kaum hinterher. Ein so ein sedativ Narotik habe ich aber. Mal wieder die Nika abfliegen, da wir hier drin sind. Dragas? Ja, hier ist einer. Wo bist du? Wo versteckst du dich schon wieder? Wenn du aus der Hütte rauskommst. Du sollst nicht hinterm Baum dich entleeren, ja? Oh. Sondern in der Hütte. Also, du hast ja noch welche von den Dingern. Ne? Nee, der soll im Wald. Reichen. Für sowas. Ja, selber den Wald. Habe ich den einen reingedrückt. Mich beißen sie. Ich bringe nur den ganzen Unrat mit. Das ganze so. Böse Zeug. Das fetzt. Wer bringt den nach Hause? Auch seine Plattform. Grisa, der kann ihn ja zusammen mit dem T-Rex machen. Jetzt habe ich das andere Viech, Grisat, schickst du als Ablenkung vor. Salimimus. Den dürft ihr gerne benennen, wenn ihr wollt. Kann einer den Sattel für das Vieh? Ich glaube ja. Konnten wir ja noch. Irgendwas konnte ich da. Stimmt, der ist ja bestimmt relativ niedrig. Da drüben ist ein großer Scheißeschmeißer. Und links von uns ist ein Alpha irgendwas. Wahrscheinlich immer die Kugel, oder? Kugel, wie ist links im Wald? Galimimus kann ich da noch nicht. Da ist noch ein grüner Biegen rechts. Ich könnte ein Galimimus da klar werden. Moment, ich guck mal. Nochmal so ein Badass Patchy. Grün. Galimius kann ich. Okay. Dann baue ich den mal eben jetzt schnell in der Hütte. Heute war schon mal ein schlechter Start. Ich muss ich 5 neue Grabsteine hinstellen. 5? Okay. Wir haben jetzt alles verloren, den Flugboden. Da ist ein Neon-Kano. Das ist ein ja, das ist ja wieder so ein Gift-Kano. So ein Betäubungskano. Ja, nicht? Besser als nichts, oder? Ja. Also, wir können das mal steigern. Ja, aber wenn wir nichts anderes finden.
Ja, wenn wir immer nur im Umkreis von 10 Metern um der Hütte suchen, werden wir auch nicht. Ja, wenn finden. Wenn wir im Umkreis sind, wenn die Viecher so schnell sterben, im Umkreis von 10 Kilometern um die Hütte. Ja, dann fliegen wir jetzt zum nordöstlichen Berg und holen uns den Luxi Matos oder wie der heißt. Den Domius. Ja genau den meine ich doch. Ja, das können wir machen. Wo ist der? Am Vulkan? Nee, der Berg im Nordosten. Wo wir vorhin waren. Weiß ich nicht, wo ihr vorhin wart. Wo wir vorhin Eisen geholt haben. Wie viele Kristalle sind. Na gut, Kristalle sind auf jedem Berg. Hinter der Brutmuttersumpf, oder? Ja, ganz oben rechts halt. Ganz oben rechts der Berg, ja. Vor der Fleischfresserinsel. Ja, jetzt erstmal beim grünen Strahl, weil da kommt ein grüner Biegen. Da unten landen kann. Und ist so ein brauner Badass-Affe. Macht braun überhaupt. Extra stark PvP. Extra. Brauchen einen braunen T-Rex. So, 5 Grabsteine stehen. Ich brauche nur noch die Namen. Meine Stamm. Chantal 1 und Chantal 2. Carlos. Konstanza, 1 und 2. Alter, wie viele Dinos hast du vernichtet? Nein, nicht ich, aber das sind auch immer noch mit die Chrysalz Raptoren beide, ne? Achso, ne, der eine hieß doch anders, der hieß doch Claire. Ja. Ja, aber hatte Chrysalz ja nochmal umbenannt in Konstanza 2. Achso. Ich hab den Sattel. Oh, ein Ei. Ein Rex-Ei. Ihr fliegt direkt durch zum Berg, ne? Ein T-Rex-Ei. Ich auch weiß, wo ich bin. Weil ich muss zwischendurch immer mal wieder landen. Das haben wir nämlich noch nicht, Ruhe. Einfach rechts weg, Hand in Land. Und doch der Berg, wo wir vorhin waren. Wenn du den Vogel mit den lilanen Flügeln hast, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja, hab ich mit lila. Ja, dann habe ich dich gerade gesehen. Die Richtung stimmt. Finden wir einen Indominus. So, der Quetzer hat jetzt seine eigene Plattform. Gestern rannte da noch rum. Und die ist so über die Klippe, so wie das da war. Das ist ein anderer großen Fleischfresser, ne? Wie hieß denn der nochmal? Den haben wir gestern gesehen. Den Giganoto. Genau. Genau, der war auf dem Berg. Auf dem rechten sogar, wo du die Kristalle gefarmt hattest. Da rannten gestern 5 Stück von rum, um den Indominus rum. Ne, ganz normale. Badass davon. Tja, mit einem Badass davon willst du dich nicht anlegen. Am besten in Braun, wenn die extra stark und... Die sind das, ne? Sieht schnell wie knuffig aus. Hast du gerade knuffig gesagt? Ja. Hey, warte. Ich hab hier hinten noch einen Futterkorb gebaut. Halt dich jetzt, weil ich stehe. Könnt ihr hier auch die Dinos parken, hier hinten. Man muss ja nicht die ganze Hütte vollballern. Ich kann auch jemanden mitnehmen. Oder? Oder? Dragasch, wo bist du? Lass uns einmal auf das Viech zusammensetzen, weil das angeblich gehen soll. Auf welches? Was ein bisschen komisch. Hier, dieses neue. Hier, neue? Guck. Vor der Basis, hier. Vor der Basis. Kommst du auch mit drauf? Tatsache, danke. Ein 3-Mann-Sattel. Oh, gib Gas.
Ah, ich kann hier keine Außenkamera drauf machen. Sehe ich nur jetzt, First Person. Mal K drücken. Hab ich, geht nicht. Okay. K sollte immer gehen. Geht vielleicht nicht, ist vielleicht nicht. Ja. Der ist ja geil. Der K geht auf dem Flieger doch auch. Ist ja auch cooles Teil. Also Not. Alle sind hier an dem Berg, wo wir vorhin waren, schon wieder gespawnt. Genau. Das ist nur ein Notsitz. Das sind Notsitze. Dürft ihr nicht voll sein. Ohne Klamotten dürft ihr da drauf. Stegos. Ne, der braucht noch Gewicht, ne? Der braucht alles dann noch. Hm, wollen wir denn was zu essen? Ich brauche Essen. Ich hab Hunger. Darf ich das Rexai essen? Es wird auch gleich wieder dunkel werden, dann kann ich wieder gar nichts machen. Rexi-Hexi-Ei? Ich glaube, der hat sich den Kopf beißt. Da fliegt ja unten am Berg rum, aber da ist nur ein normaler T-Rex. Lass uns den anderen Berg gucken, da drüben, Richtung blauer Obelisk. Also Richtung Eisberge. Oder die musstest du sonst jetzt schon in den Felswänden rumkrabbeln sehen hier. Dafür funktioniert die Mod ja vielleicht in der aktuellen Version gerade nicht. Na, aber die Giganotos müssten wir sehen. Level 24. Schön. Behalte ihn bei dir. Könnten wir vielleicht. Jetzt mal nicht auf Level 200, so wie die anderen, die wir bisher alle sind. Nachts sieht man die Alphas fehlen, relativ. Sie leuchten. Ich hätte hier einen normalen Level 80 Spino. Ja, aber leider nur ein normaler. Findet der Chrisat doch immer. Chrisat ist hier hinten im Lager und liegt da. Er ist schwer gedemütigt. Seine Tiere sind tot. Hat er wieder an meinem Bierfass genommen? Er liegt vor der Futterschüssel. Vor der Futterschüssel? Ja. Oh. Mein Kopf in der Futterschüssel wahrscheinlich. Und heute gab es Suppe. Er drängt sich fein in unsere Suppe. Jetzt kriegt er zu Hause nichts Richtiges zu essen, dann muss er hier den Tieren jetzt alles wegfuttern. Und kommt immer Futter drin. Hä, wo sind die Sterne hin? Morgen neuer Fallout. Muss ich ja morgen noch mal ein bisschen Geld zusammenkratzen. Da sind die Kristalle und ich kann nichts mehr mitnehmen, ne? Ganz schön ärgerlich. Ja. Oh, Alter, sind die Kristalle. Mein Vogel kann nichts schleppen. Alter. Der ganze Weg, der hier den Berg raufführt, ist voll mit Kristallen. Bei Nacht ist gut, da kann man die nicht übersehen, weil die leuchten. Okay, Baustaub. Dann werde ich die ganzen Steine gemobst.
Schon alle verbraucht wahrscheinlich. Nee, ich weiß, dass da noch 2.000, 3.000 waren und das war kaputt. Ich hab gar keine Steine gebraucht. Ja, David ist doch ruhig. David hat die bestimmt gefressen. Steinbeißer. Miam. Miam. Kennst du nicht das Lied? Ich sitze auf dem Bett und esse Steine. Ne? Ungefähr. Denn ich heiße David und ich meine. So ungefähr. Ein Dominus. Ja, weil ich heute vielleicht unser Gesetz ausfährt. Aber ohne Transportmittel schafft ihr das nicht. Soll ich euch mit dem großen Quetzalter kommen? Guck mal, wie viel ich noch tragen kann. Oder Dino sagt. Ich sehe dich. Ich nicht. Mhm. Aber ist kein Rex, ne? Also nicht mal der andere. Ganto. So grün bist du auch nicht. Du fällst mit deinem Grün hier auf. Verdammt. Ja, also gestern war hier alles voll mit den Viechern. Es war gestern. Ich kann auch nichts mehr schleppen. Das Vieh ist erst 24. Ah, ne? Scheiße. Oh nein, jetzt bin ich überladen. Fuck. Was ist hier mit den Rexis los? Oh mein Gott, sie machen sich selbstständig. Hilfe, Panik. Ja, ja, Dragash. Nee, ich hab da hinten den Futterdruck gemacht. Ich mach jetzt da jetzt Platz. Boah, wenn sich keiner drum kümmert, dann mach ich das halt. Ey, jetzt muss ich hier quer durch die ganze Wildnis laufen. Die Bällchen zusammen. Ja, tut mir leid. Warte mal. Abend. Der hängt. Ach, das ist ja nicht zum Vogel. Ja, ich hab noch irgendwo ein paar Kristalle hingeworfen. Hier, bei mir sind noch ein paar Kristalle. Dankeschön. Bitte, bitte. Muss noch mehr loswerden? Ja, ich bin immer noch hart an der Klappe. Schmeiß mal raus, bis du dich wieder einigermaßen bewegen kannst. Oh! Das müsste gehen, aber. Wie gesehen? Jetzt runtergerollt. Hab sie. Wie gesammelt, okay, fliegen wir mal zurück. Ah, ein bisschen wenigstens an Kristallen gesammelt. Na gut, ich bin gerade an der Grenze. Ihr habt immer noch nicht maximal Tempo, aber so komme ich jetzt wenigstens nach Hause. Mann, verdammt, ey. Was läuft denn jetzt heute wieder so schlecht? Karma. Keine Ahnung. Karma, unser Karma-Konto ist leer. Ignoranz. Miau. Nicht mal ein Indominus läuft hier irgendwo und nichts. Ja, wir müssen irgendwas Schlimmes anschauen. Ein Giganto, kein. Nichts. Gar nichts. Hier ist ein gelber Strahl, den kann ich nicht aufmachen, weil ich keinen Platz mehr hab. Egal, einfach nach Hause und abladen erstmal. Jo. Ich muss auf den Berg hier aber zwischen Pause machen. Die Ausdauer. Jo. Ist auch alles voll mit Kristalle, Alter, und Obsidian und Eisen. Mythisch.
Ja, wird Zeit, dass der Quetzer eine Landeplattform bekommt, eine Plattform und dann Schränke. Dann kannst du ernten, bis zum geht nicht mehr. Auch kein Zusatzgewicht. Chris, was machst du da? Nee, ne? Vor den T-Rex? Ach, du legst ihn gegen den Scorpion. Du kuschelst mit ihm. Ich schmiede Pläne. gleich kommt die Meldung. Disconnect vom Server. Für Chrisert? Ja. Nee, nee. Für alle. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Meldung wird gleich. Dodo Rex vor der Hütte. Naja, irgendwie Dodo Rex vor der Hütte oder irgendwas Großes oder keine Ahnung. Spawnt gleich den Dodo Rex vor der Hütte. Ja. Der spawnt gleich ganze Viecher und dann macht er einmal den Befehl, schickt Force Tame und alle sind wieder da. Ich hätte hier ein Alpha Carmo 136. So, fang schon mal. Vor die Tür. Darfst du ja, sehen? Ja, ich fang schon mal an. Fang schon mal an zu schießen. Ich komme in einer halben Stunde wieder und übernehme dann. Wir sind jetzt 8 Stunden lang ununterbrochen mit Pfeile beschießen, der Teufel. Das mache ich mit der Lanze. Alter, warum sind die Viecher auch so stark? Ne? Ein so ein Alpha-Raptor hat nicht wieder alles. Wie kam denn auf die Idee, den anzugreifen? Keiner, der kam von hinten an. Der stand plötzlich zwischen uns. Ja, ja, plötzlich war er da. Er wollte nur mal sagen, hallo, hier bin ich. Und wer seid ihr? Hallo, ich bin Vladimir. Ich wollte euch nur mal meine geile Muskel zeigen. Alter, meine Ausdauer reicht nicht. Ich muss landen, aber hier ist nur Wald. Ich will nicht im Wald landen. Wald ist scheiße. Ja, man braucht wenigstens eine Fläche, wo man ein bisschen was sieht. Nur ein bisschen wenigstens. Dragasch, du musst nur das Schild aufstellen, ne? No parking. Ja, genau. Nee, scheiße, ein Schild hin. Parkgebühr 5 Perlen. Alter, der ganze Berg ist voll. Ja, ne? Alles voll mit Kristallen. Bei Nacht sieht man die richtig gut. Hab ich heute auch schon zur Vorrunde. Ich gehe die heute nur noch, ich gebe Kristalle nur noch bei Nacht fahren, also da sehe ich die nicht. So, als wenn einer eine Fackel hochhält. So, kann nur noch eine Stunde dauern, bis ich da bin. Ja. Bin zwar leicht beim Grünen, aber. Och, der ist noch so weit weg. Bin gerade auf dem Berg, wo du zwischen gelandet bist eben. Ist aber auch nicht. Mir gibt es ja keine Dinos. Ach, eigentlich könnte ich ja noch mal in den Drop reingucken, aber. Kannst du jetzt schon nicht mehr fliegen. Ich weiß auch genau, sobald ich abgestiegen bin, frisst mich irgendwas. Das könnte eventuell auch noch dazu. Ah, verdammt, wir haben heute aber wieder ein Bett. Der Tag, an dem der Zoo starb. Dezimierung der 1000 Saurier. Na gut, auf jeden Fall haben wir weniger Leck an der Base. Wir dünnen die Erde aus. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Nicht. Wer hat das gesagt? Wir haben alles. Oh, David, immer diese Pessimisten. Er hat gesagt, er geht Kippen holen, ne? Dann kommt er heute nicht wieder. Ja, erstmal eine Schachtel. Ganze Schachtel aufmachen, alle anstupfen und dann gleichzeitig durchziehen. So ungefähr. Jetzt hätte ich die ganze Stange. Guck mal, jetzt musst du erstmal alle Kippen einzeln rausnehmen und jetzt kann er auch antworten. Ja, genau, so ungefähr, genau, damit es nicht auffällt, dass hier genau noch ein Kino. Genau, so habe ich mir das vorgestellt, genau. Der Landeplattform. Die ist doch heiß. Aber David macht das ja clever. Du brauchst halt nicht widersprechen. Und hat einfach nur seine Ruhe. Richtig, richtig. So, Fleischfresser habe ich jetzt auch zur Seite gefragt.
André hat mich schon erlebt, wo ich eine ganze Woche nicht geraucht habe. Ich weiß das auch. Wo du gefragt hast. Die ist super, die Plattform. Genau so habe ich mir vorgestellt. Ja, aber auch ätzend zu bauen mit den ganzen Pfeilern, das ist noch ganz unten. Kannst du die auch im Fliegen bauen, ne? Ja, habe ich ja. Ja, ich aber weiß, es ist ein bisschen nervig. Nie, ne? Richtig andocken und ja, dann genau, Das mit dem mit drunter ist auch hat der so Server geil. Auch Nein gesagt und so. Ja, und wieder dann Futterdruck und so. Könnten wir jetzt hier hinten dann so die Aufzugsschienen machen? Dann kann man einen Aufzug bis nach oben machen. Hallo X-Reaper. Stimmt, ja, siehst du, kann man noch der Seite mit dem Aufzug. So genau soll ich mir das vorstellen. Moin, Reaper. Der Einzige, der genau weiß, was ich will. Ja, weiß ich doch. Und wieso steht der Rest hier vom Fuhrpark noch vor der Tür? Weil ich noch einen Futterdruck bauen müsste für Pflanzenfresser. Wir sind noch nicht fertig mit Ausdrücken. Ja, wir sind noch nicht fertig. Obwohl, man könnte natürlich auch die Berries zu den Fuhrplattformen machen und die ganzen Pflanzenfresser unten drunter parken. Ich kümmere mich um das Blümle-Bild. Der Blümle-Bild. Blümle-Bild. Ja. Was für ein Gerät? Das Gerät. Was für ein Gerät? Wer ist zu spät? Das Gerät ist ja wieder da, ne? Alter, ich hab wohl das Gerät. Boah, ist davon mal in der Hütte oben alles leer, wenn er keine Dinge hat. Ich hab Suppe mitgebracht. Eine vegetarische Suppe, nur für Dage. Freust du dich? Ich war gar nicht so vor, ey. Du bist total genervt schon. Einfach hin. Ich bin auch nicht genervt. Ich bin traurig. Oh, nee. David möchte eine Runde Rocket League. Rocket League, genau. Nee, da bin ich jetzt auch schlecht drin, ey. Ich bin unkonzentriert. Müsst ihr erst die Hähnchen fragen, ob wir dürfen. Die Hähnchen sagt nein. Also, das dann mit der Ebene doch mal gestaltet alles. Badass T-Rex ist schon wieder kaputt. Der Badass T-Rex ist schon wieder tot, den hat Olli heute auf dem Gewissen gehabt. Mein Piepmatz, wo ist mein Piepmatz? Wir haben keine Badass-Tiere mehr, außer den Badass. Ja, ich mach mal dran. Haben wir nicht noch die Badass-Skorpion? Den Skorpion, doch, ja. Skorpion haben wir. Skorpion und den Flieger. Das ist. Und auf den passe ich auf den Flieger. Naja, der ist, sagen wir. Nicht mehr so, wie wir gedacht haben, dass sie sein sollen. Der Zustand vom Leben hat sich in Tod geändert. Da ist immer wieder Platz vor der Hütte. Ja. Das ist schon ein bisschen Leute, wir haben überhaupt gar keine Tiere. Wir müssen mal wieder zusehen, dass wir welche kriegen. Stimmt auch. Ihr habt alle sterben lassen. Es steht nichts mehr vor der Hütte. Ja, da kam einer und hat die gegessen. Ja, das war der Badass-T-Rex, der die gegessen ist, dann an Bauchschmerzen gestorben. Ja. Wahrscheinlich. Die Krankheiten kommen ja erst mit den Großen. Da sind die schon drin. Nee, das war jetzt nur die Karte, ne? Damals ja. Also ich habe nur was von der Karte gelesen. Krankheiten sollen ja auch Die Insel ist wirklich ausgestorben hier, wa? Die hat alles kaputt gemacht. Oh, das Gewächshaus sind ja auch gestellt dann. Leute, ein bisschen Kristall habe ich ja jetzt mitgebracht. Schnicke. Und was kann man denn noch so bauen? Ich vielleicht direkt schräg und bauen wir? Nee, zwei hoch ist besser. Ne? Eher zwei hoch und dann schräg. Dann schräg. Boah, jetzt muss ich 100 Meter vor der Base nochmal zwischenlanden. Ja. Aus Prinzip.